Dortmund deine Haltestellen. Benannt nach Straßen, Gebäuden oder Landmarken. Die meisten ziemlich eindeutig, andere aber wirklich rätselhaft. Also gehen wir mal einigen Namen auf den Grund. An der Schwelle zu Somborn liegt die Haltestelle Weidenhope. Weide ist klar, da stelle ich mir sofort Pflanzen vor, Landwirtschaft, Wald und vielleicht noch eine Wiese, auf der Tiere grasen. Aber Hope? Da weiß ich nicht so wirklich, was mit anzufangen. Und jetzt ist es auch so, dass die Haltestelle Weidenhope nicht auf einer großen Weide liegt, sondern mitten in einem Wohngebiet. Wird wohl Zeit, dass ich wieder die Dortmunder frage, wo der Name wohl herkommt. Stehen da vielleicht Weiden? Bäume? Weil er früher Ländereien irgendwie dem Grafen oder irgendwas gehört hat. Ein Durchgang durchs Wasser. Hope, vielleicht englisch Hoffnung oder so? Hoffnung auf grüne Weiden. Von der Weide und vom Hasen irgendwie. Hoppel. Kühe, denke ich mal, Schweine, Schafe. Das muss so ein Begriff sein, der, glaube ich, die Bauern mal verwendet haben oder so etwas. Hoppe, Reiter. Ist es da so ein Feld und da auf diesem Feld wächst halt ganz viel Obst und Gemüse. Obst und Gemüse hätte ich auch vermutet, aber die Auflösung wird mich dann doch sehr überraschen. Denn wie schon vermutet, gibt's an der Haltestelle im Wohngebiet wenig Grün. Nur eine Hundewiese. Nee, das ist die falsche Spur. Ich telefoniere mit ein paar Naturexperten und bekomme Kontakt zu Nora Schulze. Sie ist ausgebildete Kräuterfachfrau und kennt sich bestens in Dortmunder Weiden und Wiesen aus. Außerdem ist sie im Team vom Sommercamp Mastamo, machen statt motzen. Dabei geht es um neue Formen des Zusammenlebens. Dieses Camp vom Bund Jugend NRW und weitere Kurse bietet sie auf dem Lernbauernhof Schulte-Tigges in Derna an. Im Lütgendortmunder Volksgarten halten wir aber erstmal nach Weidenausschau und natürlich heimischen Kräutern, zum Beispiel Knoblauchsrauke. Ja, also das ist halt super für Pesto oder für Kräuterbutter. Okay, das ist ziemlich gut. Ja. Und das hier ist Klettlappkraut. Wenn du es mal anfasst, dann merkst du, warum es so heiß ist. Es klebt ganz doll. Oh ja. Genau. Wenn man es irgendwie anbrät oder als Spinatgemüse kocht. Und das Schöne ist halt, dass diese ganzen Sachen unglaublich viele Mineralstoffe haben, so im Vergleich zu normalem Blattsalat oder so. Also auch Brennnessel ist ein super Eisenlieferant und so. Wie esse ich denn Brennnessel? Nora erklärt, dass die Härchen der Brennnessel nach oben zeigen und so die Schmerzen verursachen. Pflückt man aber die Brennnessel von unten am Stiel und zerdrückt die Härchen durch Rollen oder zu Hause mit einem Tuch, dann kann man sie essen. Bist du mutig? Weide im klassischen Sinne haben wir hier jetzt ja auch nicht. Also das ist jetzt so ein bisschen buschig. Ja, aber das Wort Weiden hat auch ursprünglich eigentlich gar nicht unbedingt was so mit Gras zu tun und mit Tieren und Feldern. Also das Wort Weide und Wiede kommt eigentlich aus dem Niederdeutschen und heißt Pfarrhöfe. Und davon gab es hier in der Gegend ziemlich viele. So ähnlich wie auf dem Lernbauernhof, nur dass das natürlich ein klassischer Bauernhof ist. Genau. Okay. Hast du da Zeit? Können wir da auch noch mal vorbeigucken vielleicht? Ja, gerne. Okay, super. Gut. Auf nach Derne zum Lernbauernhof Schulte-Tigges. Tierisch gut hier. Hier findet also das Sommercamp Mastamo statt und während des ganzen Jahres Kurse und Workshops für Kindergärten und Schulklassen. Nora stellt mir Elmar Schulte-Tigges vor. In den Kursen, die er anbietet, geht es um Tiere, Essen und Leben auf dem Bauernhof. Wir bringen Ponys auf die Wiese, misten Ställe aus, füttern, Apfelsaft pressen, Kartoffeln pflanzen, ernten, Pommes machen, Zäune reparieren, ja, und das alles mit Kindern, um nicht nur denen die Möglichkeit zu geben, wieder näher an den Ursprung der Lebensmittel zu kommen, sondern um ganz viele andere Fähigkeiten und Fertigkeiten nebenbei mitzunehmen. Für viele ist das besser, als wenn sie nur Mathe machen. Das Ergebnis kann ich auf dem Gelände bewundern. Aber weiß jemand hier auch was zu Weidenhope? Was sagen Sie zum heutigen Thema?
ich meine, das Hupe von Hufe kommt. Jetzt könnte man denken, von Pferdehufen. Mhm. Ist aber nicht so. Okay. Sondern Hufe war im Mittelalter eine Bezeichnung für das Gelände von Pfarr- oder Bauernhöfen plus vor allen Dingen aber die Fläche, mit der, auf der bewirtschaftet wurde. Okay, ja, super. Vielen, vielen Dank. Also erstaunlicherweise hat Weidenhupe weder was mit der Weide, also dem Baum, noch mit der großen Gras- oder Grünfläche, noch mit einem Pferdehuf zu tun. Dieses Rätsel ist gelöst. Auf zur nächsten Haltestelle. Aber vorher fütter ich noch ein bisschen. Na, komm her.